Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde der Nacht. Heute werden wir für euch ein neues Spiel testen für die PlayStation Vita. Das ist Little Deviants. Ja, da sind verschiedene Minispiele drin und es werden sehr schön die Funktionen von der PS Vita genutzt. So, da starten wir einmal das Spiel. So, prüft. Auf jeden Fall wird schön die ganzen Funktionen genutzt, der PS Vita, mit Töne, mit Touchpad hinten und ja, das ist ein sehr lustiges Spiel. So, ja, wie ihr seht, Raumschiffe, Roboter, kleine Bälle mit Gesichten, alles ist vorhanden. Die ganzen Deviants. Ja. Und das ist der Weltuntergang, jetzt kommen die bösen Zombies. Aliens, Zombies. Ich glaube, wir müssen die Welt retten. Wieder mal auf ein neues. So, machen wir mal weg. Eine Ladezeit, wie ihr seht. Eine Rakete. Und hier, da sind wir im Menü. Wir können jetzt hier auf zum Beispiel Story. Dann haben wir hier verschiedene Welten. Wir haben schon ein bisschen schon gespielt. Nehmen wir einfach mal. Oh ne, das ist gleich zu hart. Zum Beispiel, ja, fangen wir einfach mal damit an. So. So, genau. Verforme die Landschaft über das Rückseiten-Touchpad und rolle den Pyrus-Deviant. Finde Schlüssel, um das Portal zu öffnen. Meide die Dead Ends und sammle Sterne für Extrapunkte. Okay, das werden wir natürlich machen. So, wie ihr seht, ihr habt jetzt hier so eine kleine Welt auf eurer PS Vita. Mit fiesen Zombies. So, und dann zählt die Zeit ab. So, um jetzt einmal kurz einzuführen. Ihr habt jetzt hier den Boden und ihr habt hier das Touchpad. Wenn ihr jetzt den Finger hin auf den Touchpad habt, dann erhebt sich das. Und so könnt ihr euren kleinen Deviant durch die Welt führen. Oh. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr nette Spielerei. Jedoch finde ich es eher mittelmäßig gut, da es auf Dauer ziemlich öde wird. Oh oh! Ein fieser Zombie. Ich hab den Schlüssel! Und noch ein Schlüssel. Ja. Und so geht das immer so weiter. Ich werde euch noch mehr Minispiele zeigen. Wir wollen ja etwas zeigen. Auf jeden Fall so ist das eine mit dieser Welterhebungs-Zombies-Töten-Spiel-Sache. Und jetzt werde ich euch was mit Tönen zeigen. Und zwar ist hier die Aufgabe, ihr habt verschiedene Tonleitern und da kommen Gläser auf euch zugeflogen. Von den verrückten Theater-Besuchern. Und ihr müsst versuchen, die Töne mit Pfeifen, mit Geräuschen zu treffen und die Gläser zu zerstören. So. Da seht ihr die Tonleitern. So, da kommt ein Glas. Ja, Sterne eingesammelt. Oh. Oh.
Das war's? Ah, nee, da. Oh, ah, jetzt bin ich aus den auf den Dings gekommen. Nochmal. So. Ja, ist wahrscheinlich ziemlich affig, was ich gerade mache, aber es ist lustig. Das ist auf jeden Fall eine schöne Spielerei und dann hat das mehrere Stufen und ja, und dann irgendwann ist es halt zu Ende. Sehr nett, gute Idee, jedoch auf Dauer auch nicht gerade sehr spannend. Ja, und dann habt ihr auch noch so Spiele wie mit dem Raumschiff rumfliegen und... Jetzt muss ich die PS Vita wie ein Lenkrad benutzen, um Hindernisse auszuweichen. So, und alles einzusammeln. Ja, wie ihr seht. Oh! Nein, nein. Ah, wieder ein Baum hindert uns an der Welt retten. Ja, das war, lassen wir es jetzt einfach erstmal. Das war so mal ein Überblick über Little Deviants, was ihr da für Möglichkeiten habt. Ihr habt da einige Minispiele, hier seht ihr es nochmal. Ich kann es empfehlen, für wenig Geld, jedoch würde ich jetzt nicht unbedingt 40 € dafür ausgeben. Aber es ist ein schönes Spiel für zwischendurch, aber nichts für die Dauer.